Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Und wie ihr sehen könnt, sind wir bei Bloxfruits tatsächlich so weit gekommen, dass wir, nachdem wir letztens den Rückschlag hatten und wir einfach verprügelt wurden von irgendeinem so fremden Typen, haben wir es geschafft, hier nach Skyline Islands zu kommen. Und ich möchte euch jetzt gleich hier die erste Quest Himmelbanditen zeigen. Das gibt insgesamt 7000 Gold plus 250.000 Experience-Punkte. Wir werden es jetzt gleich sehen. Grundsätzlich möchte ich euch aber auch nochmal den Weg nach oben zeigen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal komplett nach unten. Bums. Wir springen hier einfach hoch. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon einmal versucht. Da waren wir ja bis zur ersten Ebene gekommen. Da müssen wir jetzt auch hin, um die Quest zu machen. Ich werde versuchen, die Quest so schnell wie möglich abzuschließen. Und dann gehen wir hin und gucken, dass wir dann den Weg noch bis nach ganz oben machen. Hier steht jetzt zwar schon, dass wir bei Sky Island sind. Wir müssen aber wirklich bis nach ganz oben, damit wir da halt unseren Spawnpunkt setzen können. Das ist ein bisschen tricky. Deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal, damit ihr es wisst, sobald ihr eben so weit kommt. Ich weiß, dass einige von euch tatsächlich schon deutlich weiter sind als ich. Aber für die Neuen ist es natürlich auch nicht schlecht, einfach mal zu wissen, wie und was man überhaupt machen muss, um dann dementsprechend eben halt auch überhaupt zu den ganzen Inseln zu kommen. Das ist ja tatsächlich gar nicht unbedingt immer so irrsinnig einfach. Wir sammeln hier auf jeden Fall immer noch weiterhin sämtliche Chests ein, die wir so kriegen können, damit wir dementsprechend natürlich auch ein bisschen was an coolen Stuff kaufen können. Aktuell habe ich ja fast 500.000. Ist jetzt noch nicht so viel. Wir werden jetzt gleich mal gucken, wie das aussieht. Grundsätzlich, jetzt nochmal, wir sind bald Level 110. Das heißt, ich habe jetzt bald die finstere Bombe. Das ist die letzte Attacke, die mir hier bei meiner dunklen Frucht tatsächlich überhaupt zur Verfügung steht. Wir warten eben, bis der letzte auch noch kommt. Dann setzen wir die nächste Attacke ein. Wir wollen ja möglichst gut hier auch arbeiten mit unseren Skills, die wir hier zur Verfügung stehen haben. Die nächste Attacke sollte die ersten vier killen. Das heißt, wir haben noch drei Stück, die wir besiegen müssen. Sind hier jetzt Level 155, sind Level 110. Das heißt, normalerweise müssten wir doch jetzt Meisterschaft Level 110. Ja, normalerweise müssten wir es jetzt können, oder? Wir warten mal eben kurz ab, bis die alle auch kommen. Sonst wissen wir ja gar nicht, ob das überhaupt viel Damage macht und wie viel Damage das macht. Grundsätzlich, sobald ich eine neue Frucht habe, muss ich ja so oder so alles nochmal von vorne leveln. Und wenn wir jetzt so oder so dabei sind, alle zu killen, können wir ja auch den vierten noch dazu holen. Dann können wir uns auf jeden Fall da auch noch die extra EP natürlich mit einsammeln. Zack, 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 zack. Hallo? Was machst du denn da? Wo läufst du denn hin? Ihr sollt alle hier euch schön versammeln, damit ich euch alle verprügeln kann. So, jetzt seht ihr, ist die finstere Bombe auf jeden Fall möglich zu machen. Das ist die erste Attacke, das ist die zweite Attacke, das schwarze, die schwarze Spirale. Die finde ich, wie gesagt, immer noch ein bisschen langweilig, nervig, weil die halt dann alle irgendwo hinfliegen. Da muss man erstmal warten, bis es kommt. Jetzt setzen wir das schwarze Loch ein, mal gucken. Die macht auch ordentlich Damage, finde ich. Und dann machen wir jetzt noch die schwarze Spirale. What? Das schwarze Loch. Alter, what? Wo sind die alle hin? Okay, ich glaube, das hat ein bisschen Damage gedrückt. Würde ich zumindest behaupten. Wir setzen jetzt nochmal die schwarze Spirale ein. Das sollte eigentlich alle killen. Zack, bam. Level 156, easy peasy eingesackt. Jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen, ob ich es schaffe. Hier, wir können hier auf die letzte Spitze gehen. Gehen dann hier einen rüber. Ich müsste auch hier... Ist das Verteidigung? Ich glaube, Verteidigung macht das Leben hoch. Genau, da mache ich jetzt auf jeden Fall noch zwei drauf. Und ich glaube, Nahkampf ist es, was die Energie hoch macht. Die würde ich gerne zumindest auf 400 hochpushen irgendwann. Müssen wir mal gucken. Ihr könnt mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, was ich am besten hochpushen soll oder was nicht. Ah, ich weiß nicht mehr ganz genau. Doch, da. Da müssen wir hin. So. Hier, die sind schon ein bisschen stärker, die Gegner. Das heißt, da werde ich jetzt erstmal ein bisschen vorweglaufen. Wir müssen nämlich jetzt hier genau auf den Baum drauf, den wir hier hinter dem Gegner haben. Und wir müssen halt auch diesen Weg immer wieder hochlaufen, damit wir eben uns eine neue Quest holen. Das ist semi-nervig, finde ich. Dauert relativ lange. Da ist dann halt die Frage, lohnt es sich dann tatsächlich eben definitiv hier auch... Aua. Oh, jetzt habe ich mir die Hand gestoßen.
Lohnt es sich da tatsächlich, immer wieder den Weg hochzurennen? Oder sollte man lieber gucken, dass man halt bei den alten Sachen bleibt und da halt dann immer wieder etwas weniger an EP halt sich einsammelt? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es tatsächlich auch einfach nur, weil ich halt eine richtig kacke Frucht habe und ich nicht fliegen kann, damit ich einfach schneller hier hochkomme. Das ist auf jeden Fall super nervig. Also, wir brauchen halt die größte Zeit, die wir hier brauchen, ist halt, um da hochzukommen. Das könnte man sich halt irgendwie sparen. Hier ist übrigens der Spawn-Typ. Den kann man anquatschen. Hier ist der, wo man halt sich die Quest abholt. Und hier auf der Seite ist halt noch ein Geschäft. Und da können wir jetzt mal gucken. Gehen wir hier hin. Hier können wir halt eine zweiköpfige Klinge holen. Die kostet 400.000. Die könnte ich mir gerade so leisten, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich wirklich sinnvoll ist. Und dann das Bicento, was ich auch nicht genau weiß, was es ist. Das sind 1,2 Millionen. Das kann ich mir noch nicht leisten. Keine Ahnung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ich mir als nächstes gönnen soll oder ob ich mir lieber eine neue Frucht holen soll. Wahrscheinlich ist die Frucht sinnvoller, oder? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und, ja, ciao.